den ihr hier gesehen habt, der hier angefangen habt und dessen Vater der Grund ist, warum wir dieses Turnier hier durchführen können. Denn dieser Mann war eine Legende und sein Sohn ist auf dem besten Weg dazu. Er ist der Schirmherr dieses Pokals, dieses Turniers, des Axel Düter Memorial Cups. Herzlich willkommen, Marcel Bartel, Axel Düter Junior. Das ist, mein Platz, sind ruhig, ist okay, mach das, mein Platz ist du. Wenn einer auf meinem Platz sitzen darf, nur du. Und dann kommt lange Zeit nichts und dann kommt Ahmed Scheer und dann kommst wieder du. Und man muss mal sagen, der Axel Düter Memorial Cup ist ein Original-Weltcup seines Vaters, den Axel Düter Senior hier in Hannover gewonnen hat, in welchem Jahr? 1986. Voll zwei Männer, Finalist Nummer 1. Jetzt geht's los. Endlich das Finale im Axel Düter Memorial Cup. Und was für eine Geschichte. Bereits im Seil geführt Marius Al-Ani. Und er trifft auf BJ Black. Und sein Gegner. Zwei absolute Supertechniker. Wobei es BJ Black ja fast nicht geschafft hätte. Sein Flug, der hatte gestern richtig Verspätung gehabt. Er konnte darum auch an der Ringerparade gar nicht teilnehmen. Hat also ganz kurzfristig sein Match dann bestritten. Hat es dann also direkt ins Finale geschafft. Und jetzt erwarte ich mir einen echten Leckerbissen. So heiß war im Dezember schon lange nicht mehr. Ich bin bereit. Ich hoffe, ihr seid es auch. Lasst es krachen. Die Finalisten im Axel Düter Memorial Cup 2019. Zum fünften Mal wird dieser hier ausgetragen. Mit einer Größe von 1,76 Meter und einem Kampfgewicht von 90 Kilogramm. Aus Erfurt in Thüringen. In der blauen Ringecke. Mr. Noble Schild, Marius Al-Ani. Finalist Nummer 2 in der roten Ecke. Mit einer Größe von 1,85 Meter und einem Gewicht von 102 Kilogramm.
aus Kapstadt, Südafrika, wird der Wolf PJ Black! Das ist das Finale. Um den Axel Dieter Memorial Cup. Es gibt kein Zeitlimit. Es wird eine Entscheidung geben müssen. Und der Kampf ist angesetzt auf einen Fall. Angesetzt auf einen Fall, Referee. Finale, Axel Dieter Memorial Cup 2019. Marius Alani gegen PJ Black. Zum fünften Mal wird dieser Pokal ausgekämpft, der Axel Dieter Memorial Cup. Es gab so Sieger wie Ecki Eckstein im letzten Jahr, Pascal Spalter. Es geht hier nicht nur um die Ehre, es geht hier nicht nur um irgendeinen Pokal, es geht hier tatsächlich um einen Original-Weltcup-Pokal vom Schützenplatz 1986, damals gewonnen von Axel Dieter und gestiftet vom Schirmherrn dieses Turniers, Axel Dieter Junior, der hier auch draußen das Match ganz genau verfolgt, neben Ahmed Scheer und Olaf Heiden. Ein absolut würdiges Finale zwischen zwei richtigen Supertechnikern. Hier sehen wir der Darewolf, der Schattenwolf. PJ Black gleich mit dem Cover. Ganz knapp, da zeigt das. Fast hätte der Marius hier schon gefesselt. Aber der Tank natürlich noch lange nicht leer hier von Marius Alani. Wir sind ja gerade erst am Beginn dieses Kracher Main Events beim Christmas Wrestling, der European Wrestling Promotion 2019. Wristlock von PJ Black, aber ganz schnell draußen hier Marius mit seinerseits ein Wristlock angesetzt. Aber auch PJ Black da jetzt ganz schnell draußen verwandelt, das seinerseits in einen Front Face Lock. Stark gemacht vom Südafrikaner. Jetzt ist aber schon wieder Marius am Drücker, Hammerlock von Mr. No Bullshit. Side-Headlock von PJ Black, dann kommt mir gar nicht nach. So schnell geht das hier zwischen den beiden hin und her. Shoulder-Block von PJ Black. Leapfrog, taucht er weg, Alani. Oh, hebt das geblockt. Monkey Flip von PJ Black. Der jetzt mit dem Hip-Toss nachsetzt. Aber Hip-Toss von Marius. Jetzt blocken sie beide. Von Alani jetzt seinerseits mit dem Monkey Flip. Zwei absolut ebenbürtige Gegner hier in diesem Finale. Axel Dieter Memorial Cup. PJ Black back to the middle. Referee is counting. Eins. Zwei. Ja, er holt sich jetzt PJ Black erstmal. Verschnauft ein bisschen. Kein Wunder nach diesen Flockenaktionen gleich hier zu Beginn des Main Events. Im Hangar Nummer 5, vor ausverkauftem Haus. Stimmung den ganzen Abend schon über, wahnsinnig gut. Aber gut, kein Wunder bei dem, was hier bisher schon geboten wurde. Das lässt sich auf dieses Match hier ummünzen. Wieder ein Haltegriff jetzt von PJ Black in dem Fall, der aber schon wieder mit der Gegenwehr von Alani rechnen muss. In den Suplex, jetzt hält er seinerseits den Armbar fest, Marius. Kriegerrichter Steffen K. Riese checkt hier, ob PJ Black noch in der Lage ist, sich zu verteidigen, ob er vielleicht aufgeben will, aber das ist natürlich nur eine Vorsichtsmaßnahme. Oh, Griff in die Augen, Griff in die Augen. Ja, hat der Referee nicht gesehen, hat PJ Black aber auch sehr raffiniert gemacht, hat der Alani direkt aus dem Sichtfeld des Referees gehalten. Hat einen Elbow Tie ab. Der hat hier den Vorteil. Alani, Hammerlock, nein, Wristlock, Entschuldigung. Ich dachte zuerst, er geht in den Hammerlock, aber er
muss sowieso wieder mit dem Konter Vorlieb nehmen. Oh, Weitfeger von PJ Black, Double Footstomp hinterher. Gut gemacht. Hier Double Footstomp genau auf den Rücken. Ordentlich gesessen, aber allein schön auf den Beinen. Standing Dropkick. Wahnsinn, die beiden absolut ebenbürtig. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber da geht's ja hin und her. Alani nimmt Anlauf, kassiert aber in den Vorarm. Jetzt geht's nach draußen mit Mr. No Bullshit. PJ Black will aber wohl nachsetzen, bereitet das Publikum vor auf den Crossbody, der aber nein, nicht durchkommt. Hat sich aber PJ Black zeitgerecht abgefangen. Oh, Superkick. Im Sprung kassiert PJ Black den Superkick. Und jetzt seinerseits nach draußen. Und jetzt nimmt Marius Anlauf. Oh, Crossbody übers oberste Seil. Sackstark vom Ninja Warrior. Da werden sie beide angezählt, aber Alani schon wieder zurück im Ring. PJ Black noch nicht. Hat diesen Crossbody voll abbekommen. Noch nicht auf den Beinen. Ja, Alani unterbricht jetzt den Count. Will die Entscheidung im Ring suchen. Gute Entscheidung. Aber PJ Black weiter geschwächt, rollt hier gleich auf der anderen Seite wieder raus. Aber da spielt Marius nicht mit. Oh, das war ein Trick von Darewolf. Oh, da rammt er jetzt den Marius gegen den Apron. Ja, ganz raffiniert gemacht von PJ Black, der hier die Regeln ordentlich dehnt, sag ich mal. Jetzt eine Geldstrafe, die erste Geldstrafe für PJ Black. Stop it, back to the middle. Kommt auch gleich die Geldstrafe dafür. Und oh, da geht's in die Zuschauer rein. Zu Recht die gelbe Karte für PJ Black. Und dann auch die erste gelbe Karte, the first yellow card for you. PJ Black, yes. Yellow card. Die erste. The first yellow card. You know the rules in this tournament. There's a second yellow card if you do wrong. And if you do wrong again, it's a disqualification, PJ Black. No outside action. Alani zurück in den Ring. Ja, gelbe Karte hat er sich durchaus verdient durch diesen harten Wurf in die Zuschauer rein, gegen die Stühle. Aber die Wirkung natürlich ohne Frage eine große. Alani noch immer nicht wieder zurück auf den Beinen. Jetzt will PJ Black nachsetzen außerhalb des Rings mit diesem Job. Schickt Alani jetzt wieder zurück in den Ring. Das Geschehen hat sich jetzt komplett gedreht durch diese Attacke außerhalb des Seilgewirts. Oh, Ellenbogen, Bionic Elbow vom Seil von PJ Black. Cover! Oh. Habt ihr gesehen, wie er da den Körper runtergedrückt hat von Alani? Snap Suplex hinterher. Oh, Float Over. Da hält er einfach weiterhin fest. Direkt in den Aufgabegriff. PJ Black ist absolut mit Oberwasser. Alani, ist das die Aufgabe? Man trittiert jetzt hier den Arm, gleichzeitig geht es ordentlich auf die Finger. Alani, aber am Seil, zeitgerecht, das heißt, der Griff muss gelöst werden. Nicht vergessen, PJ Black hat ja schon eine gelbe Karte bekommen. Harter Tritt in der Ringecke, nicht erlaubt. Wieder wird hier ordentlich überdehnt, Marius Alani. Gleichzeitig drückt hier der Darrow den Ellenbogen. Und jetzt die Hand in die Leistengegend. Und da eine Rolle aus dem Nichts. Oh, da habe ich schon das Ende gesehen. Was für ein Einroller. Aus dem Stand, aus dem Aufgabegriff, direkt hier hat er zum Cover angesetzt. Jetzt setzt er nach vom Seil. Oh, Forearm. Trifft auch genau. Jetzt hier das Cover, es könnte sein. 1-2. Nein. Ja,
ja, Mario Salani hier völlig mitgenommen. Nach diesen vielen Aktionen angefangen hast du außerhalb des Rings mit diesem Wurf. Und dann im Ring hat PJ Black ordentlich nachgesetzt. Aber jetzt lässt er sich das nicht mehr gefallen, der Mr. No Bullshit. Mit seinem Spitznamen gerecht auch. Aber dieser Job hat hier nochmal deutlich gemacht, dass PJ Black hier auf jeden Fall nicht aufhören wird nachzusetzen. Belly-to-Back-Suplex. Und wieder im Submission Hold, Alani. Wieder im Submission Hold. Alani. Kombiniert wieder. Ich weiß nicht, wie lange Alani das noch durchhält. Marius. Break. Jetzt muss er lösen am Seil. Das macht er auch. 10 Minuten, Time, 10 Minutes. Setzt hier aber trotzdem unerlaubt nach. Na, Steffen K. Riese muss jetzt auch aufpassen. Aber da, jetzt mach es mal Ani. Side Russian Leg Sweep. Ja, noch wehrt sich hier PJ Black. Oh, Top Wristlock, Wahnsinn. Drückt hier Marius nieder. Nein, Marius. Oh. Und schon sagen, Marius dreht sich raus, aber stattdessen werden ihm ordentlich die Finger, ja, verdreht ist zu wenig, dem werden vielleicht sogar die Finger, vielleicht sind sie sogar gebrochen. Ich habe es auf jeden Fall knacken gehört. Ich gehe davon aus, dass Al-Ani hier weitermachen kann. Al-Ani versucht jetzt hier wieder in den Ring zurückzukommen. Er ist ein wahnsinnig harter Hund. Aber hat natürlich schon sehr, sehr viel hier einstecken müssen. Snapmare vom Darewolf. Oh, tritt in den Rücken hinterher. Der kennt keine Gnade, der PJ Black. Muss aber auch sagen, so fokussiert habe ich ihn, glaube ich, noch nie gesehen. Der ist absolut, ja, wollte ich sagen, absolut hier on top of the game, aber dieser Dragon Screw könnte vielleicht Mario Salani nochmal die Chance geben, zurückzukommen. Er muss allerdings nachsetzen. Oh, Jawbreaker von PJ Black. Konnte das kurze Aufflammen hier schon wieder unterbinden. Der hat wirklich auf alles eine Antwort, der Südafrikaner. Jetzt nimmt er Maß. Und Anlauf, super Kick. Mario Salani, der ehemalige Junior Champion, der zweifache Tag Team Champion. Hier würde sich der Axel der Memorial Cup wunderbar in der Vita machen. Vielleicht gibt es jetzt neue Hoffnung. Wahnsinns Dropkick, genau am Kinn getroffen. Jetzt seien sie beide angezählt. 5, 4, 5, 6, 7, 8. Der Pfeile kommen nochmal auf die Beine. Offener Schlagabtausch. European Uppercut von Marius. European Uppercut von Darewolf. Die schenken sich wirklich nichts. Oh. Und jetzt aber Spin-Kick von Mario Salani. Jetzt sind die Karten nochmal gemischt. Beide in der Ringe. Marius nimmt Anlauf. Avalanche. Projektion hinterher, aber Reversal von PJ Black. Stürmt er ran, kassiert aber den Big Boot. Und Hurricane Runner von Mario Salani. Rammt hier dem Gegner die Schulter in den Magen, flaut er ran. Sunset Flip in den Exploder Suplex. Wie man bei uns in Wien sagt. Two counts.
Match am Ende gewinnt, der hat sich den Sieg absolut verdient. Die beiden werfen mir alles in die Waagschale, um diesen Pokal zu gewinnen. Diesen Weltcup von 1986. Jetzt Al-Ani, Fireman's Carry mit PJ Black. Er taucht da wieder weg. Oh, Flatliner von PJ Black. Muss Al-Ani aufgeben? Muss er aufgeben? Al-Ani! Das Seil ist sehr weit. Versucht in seinen Körper irgendwie Position zu bringen. Er schafft es! Er schafft es ins Seil! Griff ist zu lösen. Al-Ani ist noch da. PJ Black setzt nach, packt beide Beine. Noch kann sich Al-Ani wehren mit Leibeskräften. Dreht sie heraus. Ankle-Lock! Ankle-Lock von Mr. No Bullshit! Muss jetzt der Daryls abklopfen. Au, oh, Ellenbogen! Das könnte es sein. Das Cover von Marius Al-Ani. Cover! No. Das gibt's ja nicht! Bist du deppert? Was für ein Match! Al-Ani legt sich jetzt PJ Black zurecht, steigt aufs oberste Seil. Kommt jetzt der Frog Splash? Nein, PJ Black tatsächlich schon wieder auf den Beinen. Auch der hat noch Kraftreserven. Krachender Job. Ansatz zum Superplex von der Wolf. Al-Ani wehrt sich aber noch mit Schlägen. Kann sich jetzt mal des Gegners entledigen und er kommt schon wieder ran. Hurricane Rana vom obersten Teil. PJ Black nimmt Maß. Moonsault! Cover 1, 2, nein! Meine Güte! Aber PJ Black setzt nach, steigt aufs Seil. Fort von Grace, nein! Al-Ani ist schon wieder auf den Beinen. Schoolboy Kick, oh! Boah, der hat voll gesessen. Ordentlich durchgeschüttelt. Jetzt lädt er ihn auf. Das Valley Driver. Und jetzt das Cover. Jetzt das Cover. Und wir haben einen Champion. Jawohl. Hier ist der Sieger. Nach einer Kampfzeit von 17 Minuten und einer Sekunde. Und damit Gewinner des Axel Dieter Memorial Cups. Aus dem Jahr 1986 bleibt in Deutschland, denn der Sieger kommt aus Erfurt in Deutschland. Mr. No Bullshit, Marius Al-Ani. Die beiden kennen sich lange, die haben Seite an Seite gekämpft, sie waren erfolgreich, sie waren Champions. Und jetzt übergibt der eine den Pokal dem anderen. Herzlichen Glückwunsch, Mr. No Bullshit, Marius Al-Ani! Hey, I'm not gonna take up a lot of y'all's time because he's the star of tonight. And to be honest, before today, I had no idea who this was. But I promise you, I will remember this guy's name forever. Der Sieger Marius Al-Ani und die Blumen sind für PJ Black und hier übergibt der Marius Al-Ani. Die Finalisten aus Südafrika, PJ Black und der Sieger im Axel Dieter.
2019, Marius Andrade.